Ja, von mir auch nochmal schönen guten Abend. Es freut mich, dass es so voll geworden ist. Das zeigt natürlich erneut das Interesse an dieser Diskussion. Ich sage jetzt gleich an dieser Stelle, dass leider nicht alle Parteien diesem Wunsch gefolgt sind. Wir haben aber Stellungnahmen von den Grünen, der Linken und der FDP und die werden wir auch gleich hören. Jetzt ist der Vorschlag in diesem Drafting Paper, Urheberpersönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte zu trennen. Und da ist doch die Frage zu stellen, ob nicht dadurch der Urheber selber nicht in eine noch schwierigere Position kommt, als die, in der er sich jetzt schon befindet. Wir haben ja tatsächlich versucht, die Interessen der Urheber und die Interessen derjenigen, die mit Urhebern Verträge schließen, nennen wir sie mal so im weiteren Sinne, zu trennen. Die Persönlichkeitsrechte sollten eben stärker ausgestaltet werden. Wir wollen dieser Idee, dass der Urheber tatsächlich auch wirtschaftlich beteiligt wird, weil das in sehr vielen Fällen eben ein größeres Interesse daran ist an dem Werk und dessen Distribution, als das zu sagen, ich möchte steuern, ich möchte kontrollieren oder verhindern. Die wirtschaftliche Beteiligung, der wollen wir eben auch zu mehr Gewicht verhelfen auf diesem Weg. Wir verschaffen dem Urheber die Möglichkeit, seine Ausschließlichkeitsrechte in der Situation einzusetzen, wo er sie in aller Regel am dringendsten braucht. Wir kriegen diese Trennlinie, und das ist so ein bisschen das Problem bei meinem Vorschlag, den User-Generated Content herauszunehmen. Wir kriegen natürlich die nicht kommerzielle Sphäre schlecht von der kommerziellen getrennt. Die Übergänge sind in der Tat fließend. Hier müsste also noch irgendein Lösungsvorschlag gefunden werden, um das Ganze operabel zu machen. Meine Überlegung, nicht nur zu trennen zwischen Persönlichkeitsrechten und Verwertungsrechten, sondern zwischen Rechten, die dem Urheber zustehen und Rechten, die dem Verwerter zustehen, wie wir sie ja auch angelegt haben, eigentlich im Urheberrecht, zwischen den Urheberrechten und den verwandten Schutzrechten, mit dem einzigen Problem, dass der Urheber seine Rechte dann auch noch dem Verwerter überschreibt. Aber wenn man so trennt, dann hat man zumindest oder hätte man möglicherweise den Vorteil, dass man dann nach der Schutzdauer nochmal differenzieren könnte. Ich weiß nicht, ob sich das in Ihrem Modell realisieren ließe. Was sind denn die Rechte der digitalen Nutzer? Und eine der Grundantworten, das Grundproblem des digitalen Nutzers ist, dass es eben nicht klar ist, was seine Rechte sind. Wenn Sie ein normales Buch kaufen, dann kaufen Sie das Buch. Sie wissen, dass Sie dieses Buch lesen können. Sie können es kopieren. Sie können es weiter an Till verleihen. Sie können es unter diesen Tisch stellen, um ihn ein bisschen höher zu machen. Wenn Sie ein E-Book kaufen, dann weiß niemand genau, was man damit eigentlich machen kann. Was wir oft sehen, ist, dass die Nutzer im Prinzip durchaus bereit sind zu bezahlen für Content und dass sie auch ein sehr starkes Empfinden haben von, was sie fair und angemessen finden. Aber das durch die bestehenden Business Models oft nicht angeboten kriegen. Viele Nutzer scheuen sich davor, gerade diesen illegalen Bereich zu betreten. Und ich glaube, durch Transparenzlösungen und Lösungen, um zu mehr Fairness zu kommen, würde man den Nutzern sehr helfen. Ein Ansatz, der sagt, dass derjenige, der, sagen wir mal, anderer Leute Werke benutzt, um ein neues zu schaffen, weniger wertvolle kreative Leistung erbringt als derjenige, der das andere Werk vorher geschaffen hat, ist dem nicht zuträglich, diesem Prinzip. Das hindert das, sich da offen zu gestalten und zu sagen, es sind beides Urheber, wir müssen den Interessen irgendwie in Ausgleich bringen. Und das schlagen wir vor. Wenn wir gar keinen Schutz haben, dann ist das sicher nicht besonders kreativitätsfördernd. Wenn wir einen totalen Schutz haben, dann haben wir sicher auch nicht das Optimum an Kreativität. Will sagen, wir haben es nicht mit einer linearen, aus Ihrer Sicht, Schutzkurve zu tun. Je mehr Urheberrecht, desto mehr Kreativität. Sondern wir haben es mit so einem Bogen zu tun. Und weder am Anfang noch am Ende dem totalen Schutz ist das Optimum. Und das Optimum müssen wir finden. Es liegt irgendwo in der Mitte. In der Tat sehe ich ein bisschen das Problem, was ja bei Ihrem Beitrag heute Morgen, also heute Nachmittag, kam, dass man ein bisschen natürlich Gefahr läuft, traditionell Kunstschaffende möglicherweise irgendwo dort stehen zu lassen, wo sie stehen und sie nicht mehr dort abzuholen. Insofern bedarf es hier, glaube ich, auch in der Tat ein sehr wertvoller Hinweis des Dialogs, denn sonst haben wir plötzlich irgendeine Lösung postuliert, die zwar von Ökonomen abgesegnet, politisch verkaufbar ist, die aber die wirklich Betroffenen nicht mehr mitnimmt. Und das wäre wieder in sich selbst kontraproduktiv. Ich kann mir vorstellen, gerade aus der Nutzerperspektive, dass eine etwas flexiblere Prozedur zum sicherlich innovationsfreundlicher wäre. Also wenn es da irgendeine Instanz gäbe, die sch
schneller feststellen würde, was sind denn eigentlich die verschiedenen Interessen in dem Markt, die miteinander ins Gedränge kommen und wie können wir da eine faire Lösung für schaffen. Und ich glaube nicht, dass das die gesetzliche Ebene ist. Was ist denn eine Privatkopie? Keiner weiß das. Sind das 10 Kopien? Sind das 5 Kopien? Gilt das nur für die Kopien, die ich an meinem Küchentisch mache? Oder gilt das auch für Cloud Computing? Wenn da irgendwie eine Instanz sagen würde, eine Empfehlung durchgeben würde, na, Privatkopien, das sind 5 Kopien für den nicht kommerziellen Nutzen. Ich glaube, das würde schon sehr viel Rechtssicherheit und eine gewisse Unterhandlungsbasis für Nutzer und Industrie schaffen. Sehen wir so ein bisschen das Problem, dass natürlich nicht in allen europäischen Mitgliedstaaten wir eine gleichartige Tradition der AGB-Kontrolle haben. In Amerika funktioniert das sowieso schon in viel geringerem Maße. Aber immerhin, wir haben ja auch im Bereich des Wettbewerbsrechts durchaus Ansätze regulatorischer Instrumentarien. Und das hätte eben, wie gesagt, den Vorteil, dass man zunächst einmal die Sache dem Markt überließe und dann nur die Auswüchse bekämpfen würde, anstatt von vornherein das ganze Feld zu regulieren. Ein Beispiel dafür ist auch für so eine Art von außergesetzlicher, also außerhalb des gesetzgeberischen Zirkels stattfindender Regulierung, ist die Regulierung durchs Copyright Office und Library of Congress in Bezug auf die Auslegung von Fair Use. Ja, wir haben es ja vorhin schon gehabt, also eine Fair Use-Regelung, die ist für Rechtsanwender, insbesondere wenn es in private Anwendung oder irgendwas geht, völlig ungeeignet, weil eben niemand weiß, was das bedeutet. Aber es gibt eben als eine sozusagen eine Regulierungsbehörde das Copyright Office, was eben tatsächlich auch verbindliche Richtlinien und Aussagen darüber treffen kann, was ist Fair Use, was fällt da drunter, was zum Beispiel jetzt dazu geführt hat, dass in den USA eine verbindlich festgelegt wurde, dass solche Nutzungen bei online, bei YouTube-Videos und sowas, dass die unter Fair Use fallen. Ja? Und das ist ja eine sehr, sehr konkrete Aussage in diesem Fall. Ich möchte jetzt als erstes den Vertreter der Partei Die Linke bitten, das vorzutragen, das ist Björn Grau. Vielen Dank. Das mit dem Björn Grau, das ist mein Pseudonym Netz. In Wirklichkeit heiße ich anders, Jörg Braun, und arbeite für Petra Sitte, die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei ist und der, für die ich hier stellvertretend spreche. Also ich spreche nicht für mich, sondern für Frau Sitte. Frau Sitte ist Mitglied in der Enquete-Kommission und auch in der Projektgruppe Urheberrecht. Was für Sie der Punkt ist eben, wenn man sich das Urheberrecht anschaut und das, was vielerorts eben als Krise des Urheberrechts bezeichnet wird, dass wir die wirklichen Urheber und die Nutzer für uns in den Mittelpunkt stellen wollen. Und insofern ist die Prämisse, die sich das CoLab gesetzt hat, mal von Null anzufangen oder das weiße Papier zu benutzen, wie es auch der Abgeordnete der FDP, Jimmy Schulz, immer gerne vorschlägt, sehr schön. Und dass hier auch diese 4 Player, Urheber, Nutzer, Verwerter und Vermittler genannt werden, geht dem, passt da wunderbar rein, das freut uns sehr. Und was man beim bestehenden Urheberrecht sozusagen sagen muss, ist, dass es an ganz vielen Punkten eben genau kein Urheberrecht ist und für die Urheber ganz viel weniger Vorteile bringt. Wir hatten das Thema Urhebervertragsrecht als konkretes Beispiel der jüngeren Zeit, wären die Journalisten zu nennen, deren Einstiegsgehälter, wir wollen die Presseverleger jetzt um 25% kürzen. Gleichzeitig gibt der Axel Springer Verlag für seine deutsche Presseerzeugnisse eine Umsatzrendite von 25% an, das sind also Ackermannsche Umsatzrenditen. Hier sieht man das Stichwort Urhebervertragsrecht, dass man ganz viel für die Urheber wirklich tun muss, dass die gestärkt werden müssen. Und mir oder uns scheint da nach dem Überfliegen des Papers, mehr war in der kurzen Zeit ja auch gar nicht möglich, diese Trennung in Urheberpersönlichkeitsrechte, in Ausschließlichkeitsrechte und Verwertungsrechte ein sehr gangbarer Weg. Letzteres, Ausschließlichkeitsrechte und Verwertungsrechte trennen, deshalb, weil wir dann eben zu den Nutzern und der Ausmittlung zwischen Nutzern und Urhebern kommen können. Je früher sowas natürlich frei zu nutzen ist, desto einfacher ist es für alle, ob es Wissenschaftler, ob es reine Konsumenten, ob es der Prosument ist oder eben auch wieder der professionelle Kreative, der damit seine Quellen leichter zur Verfügung hat. Umso einfacher ist es eben, diese Wissensallmende zu nutzen, die Public Domain aufzubauen. Gleichzeitig bleibt aber durch das längere Verwertungsrecht, wie es grob vorgeschlagen wurde, eben die Chance für die Urheber, da weiterhin an ihrem Werk zu verdienen. Insofern gefällt uns die Grundanlage dieses Papiers wunderbar.
an manchen Punkten, das gibt es ganz viel Differenzierungs- und Klärungsbedarf, das ist ganz klar. Einer, der uns eben aufgefallen ist, wo es dann vielleicht ein bisschen deutlich wurde, dass es von Google kommt, dass man dann die Verwertungsrechte bei den kommerziellen schreibt, man dann gegebenenfalls da Verwertungsrechte einführen. Da würden wir sagen, na, auf jeden Fall. Aber also ja, vielen Dank für diese Arbeit und die Richtung nach vorne zu denken und das Ganze als Governance-Tool neu zu denken, als Vermittlungsansatz zwischen den Playern zu denken, ist sehr schön. Vielen Dank. Das Policy Paper kommt mitnichten von Google. Google ist unser Host gewesen sozusagen, dass wir das hier machen konnten. Aber die Leute, die es verfasst haben, sind nicht Google und Google hat auch gar keinen Einfluss auf die Inhalte oder die redaktionelle Ausgestaltung und so weiter und so weiter, sondern es ist völlig unabhängig davon entstanden. Aus der Nutzerperspektive zwei Sachen. Erstmal ist es natürlich eine sehr schlechte PR, den kleinen Nutzer vor das Gericht zu schleppen, auch für die Content-Industrie. Und ich glaube, das ist eine bei mehreren 10.000 Fällen, in denen das passiert ist, scheint dieses Argument nicht besonders durchschlagend zu sein. Es etabliert sich mehr in den USA. Und dann ist es natürlich so, für den individuellen Nutzer, um jetzt eine Lizenz zu suchen für den kleinen Jungen auf dem Küchentisch, das ist einfach sehr schwierig und oft hat er noch nicht mal die Verhandlungsposition, um so eine Lizenz zu kriegen. Jimmy Schulz, Mitglied der Enquete-Kommission Obmann für die FDP-Fraktion dort und auch Mitglied im Unterausschuss Neue Medien. Das weiße Blatt Papier, mit dem ich gerade schon zitiert wurde, hat ja auch seine Ursache. Ich denke, da sind wir uns ja auch alle einig, das bisherige Urheberrecht ist an seine Grenzen gestoßen, denn bisher war es immer ein tolles Geschäftsmodell seit Gutenberg, Informationen zum Beispiel auf tote Bäume zu pressen und dann den Träger der Informationen zu verkaufen und zu handeln und zu behandeln. Das hat wunderbar funktioniert bis zur Blu-ray-Disc, aber wenn ich mit dem Verband der Videothekenbetreiber diskutiere, kann ich Ihnen nur sagen, das Geschäftsmodell ist tot. Das funktioniert nicht mehr. Wir werden also in Zukunft eben nicht mehr den Träger von Informationen vermieten, verkaufen, weiter vertreiben können, sondern den Träger gibt es gar nicht mehr. Der Träger ist die Cloud möglicherweise oder was auch immer. Deswegen, das war mein Vorschlag schon vor geraumer Zeit, auch für die Enquete-Kommission, wo wir das Thema ja in einer Projektgruppe diskutieren, einfach ein weißes Blatt Papier zu nehmen und darauf ein Urheberrecht oder ein Recht zu schreiben, was frei von allen Zwängen ist, frei von Geschichte ist, frei von hergeleiteten Historie und die perfekte Idee zu formulieren. Nicht, weil mir ist vollkommen klar, dass dann nicht das dann übermorgen als Gesetz umgesetzt werden kann, sondern als Leuchtturm. Als Leuchtturm in die Ecke stellen und zu sagen, daran könnte man sich orientieren. Und das, was Sie hier heute getan haben, ist nahezu ja eigentlich die Umsetzung dieser Idee, anzufangen, wie könnte das denn aussehen? Wie könnte dieser Leuchtturm denn aussehen? Wo wollen wir denn hin mit der Reise irgendwann? Nicht, weil Sie genauso wussten wie ich, dass wir das morgen nicht im Bundestag entscheiden werden, dass wir das 1:1 übernehmen, sondern mal neue Ideen zu entwickeln, wo kann das denn hingehen. Und ich habe mir das Papier heute auch komplett durchgelesen, habe mir die 2 Stunden genommen. Und weil es unheimlich wichtig ist und allen Ernstes, ich habe unheimlich viele interessante Ideen da drin gefunden, von denen ich sage, die würde ich gerne weiter nutzen. Da würde ich die gerne auch nochmal überdenken, nochmal drüber nachdenken, ob man nicht den einen oder anderen Teil sogar mit in die Enquete hineinnehmen kann und überlegen kann, ob man den nicht sogar mit in den, sozusagen schauen kann, ob man das nicht in den Bericht einfügen kann. Weil ich wirklich einige der Ideen sehr interessant fand. Erstens mal die Geschäftsmodelle, die dort als übrigens sehr witzige Beispiele entwickelt wurden, von der Flatrate über Pay-per-Use hin zum kreativen Service-Industrie. Also insbesondere die Idee Pay-per-Use ergänzt zum Beispiel mit der kreativen Service-Industrie, fand ich, also wenn man das sozusagen Pay-per-Use als Basis nimmt und den kreative Service-Industrie sozusagen als Add-on nimmt, das fände ich zum Beispiel eine relativ sexy Idee. Auch beim Policy Paper, ganz wichtig fand ich übrigens allen voran, sich vom Begriff Urheberrecht zu lösen. Ich glaube, das ist ja auch hier schon diskutiert worden. Wir haben mit dem Begriff ein ganz klares Problem, allein schon mit dem zwei Rechtssystemen Copyright und Urheberrecht, dass wir uns von dieser Begrifflichkeit lösen müssen und, glaube ich, für dieses neue Recht auch einen neuen Begriff brauchen, damit wir da nicht durcheinander kommen, auch weil wir uns von diesen klassischen Herleitungen dann besser lösen können. Das hat mir sehr gut gefallen.
dann auch die Differenzierung in der Behandlung. Was ist denn das überhaupt für ein Gut? Ist das ein Musikstück oder ist das ein Kunstwerk? Ist das ein journalistisches Werk, dass man das auch sehr wohl differenzieren muss, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann? Fand ich sehr interessant und auch für wichtig, dass wir das weiterverfolgen. Auch bei insbesondere bei der Laufzeit überdenkenswert beziehungsweise noch nicht ganz folgen, das hatten Sie ja vorhin schon auch angedeutet, ist der Absatz, den Sie vorhin zitiert haben, in dem man sich von dem Grundsatz des Eigentums komplett lösen will. Da würde ich sagen, das würde ich jetzt nicht so pauschal mitverfolgen wollen, sondern da würde ich nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht den Begriff des Eigentums in diesem Bereich vielleicht auch einfach neu definieren müssen, für diesen Bereich der kreativen informationellen Güter, ob man da nicht einen neuen Eigentumsbegriff vielleicht braucht. Aber das sind auch Gedanken, die ich auch noch nicht zu Ende habe. Ich glaube, das ist auch heute nicht das Ende einer solchen Diskussion, sondern der Anfang einer solchen Diskussion. Und dafür haben Sie heute unheimlich wertvolle Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich als letzten Vertreter der Politik Konstantin von Notz bitten, uns zu sagen, was seine Gedanken zu zum Urheberrecht beziehungsweise auch schon zum Policy Paper sind. Und ich hoffe, dass Sie jetzt endlich mal hier die Leute in die Zange nehmen. Schwere Kritik äußern? Nein, also ich finde nur lustig, dass man nun ausgerechnet sozusagen die Diskussion über das Urheberrecht, wenn man dann sagt, dass die analogen Medien tot sind, das nun ausgerechnet auf ein weißes Blatt Papier, auf totes Holz zu machen, ist lustige Dialektik, ja. Nee, ich wollte vorwegschicken, aus politischer Sicht ist das sicher so, dass die Umbrüche massiv sind und die technischen Umbrüche massiv sind und damit auch die Umbrüche in der Lebenswirklichkeit von Menschen. Und ich weiß nicht, ob das im Laufe des Nachmittags hier schon so thematisiert worden ist, aber das ist eben politisch eins der Hauptprobleme, dass man sehr unterschiedliche Wahrnehmungsebenen bei dem bestehenden Urheberrecht hat. Und wenn ich hier jetzt nur die letzte Dreiviertelstunde war, dann weiß ich genau, dass Millionen von Menschen in unserem Land mit tripolaren und quadrupolaren Ansätzen beim Urheberrecht und sei es drum, ja, mit dem Urheberrecht in der Form, wie wir es sozusagen in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert haben, wenig anfangen können, einfach in ihrer Lebenswirklichkeit. Und darauf muss die Politik Ansätze finden und es müssen progressive Ansätze sein. Und es kann nicht sein, dass man eben nur winzige Stellschrauben am bestehenden System verändert, denn damit wird man einfach diesen revolutionären Umbrüchen, die wir erleben, nicht gerecht. Und deswegen freuen wir uns auch über das Papier. Wir haben das gelesen und wir haben hier den Nachmittag auch, ich selbst war nicht da, aber wir haben das sehr eng verfolgt. Und das Papier liefert gute Anknüpfungspunkte, auf die man diese progressive Diskussion, die wir brauchen, draufsatteln können. Und ich will aber trotzdem eben ergänzend einfach sagen, was aus unserer Sicht ergänzend und korrespondierend mit den Punkten des Policy Papers eben ganz wichtig ist, aus unserer Sicht, ist eben der monopolgeschützte Interessenausgleich veraltet und heutzutage in der Form nicht mehr zielführend. Die Digitalisierung hat das Urheberrecht aber nicht überflüssig gemacht. Also das weiße Blatt Papier hin oder her, aber sozusagen sich nun bei aller Progressivität von allem zu trennen, ist so meiner Ansicht nach, da bin ich dann wieder bei Herrn Professor Dreyer, wenn das vielleicht dann auch der einzige Punkt in der Form ist. Man wird es nicht sozusagen komplett sich von der bestehenden rechtlichen Lebenswirklichkeit entfernen können. Die Wertungen der digitalen Welt, also die Wertungen, die wir jetzt neu vornehmen, die müssen dann auch Eingang in die analoge Welt finden, denn es ist meiner Ansicht nach mitnichten so, dass wir, nur weil wir eben diese Entwicklung haben, die ganzen Bereiche, für die wir das bisher entwickelt haben, also es wird auch in 10 Jahren noch Büchern geben, um es mal kurz zu machen. Und dafür brauchen wir natürlich Recht. Und das muss dann sozusagen mit unserem weitergedrehten Urheberrecht für die digitale Welt korrespondieren. Freier Zugang ist für Teilhabe und Wohlstand einer Informationsgesellschaft ganz essentiell. Und das ist meiner Ansicht nach ein
Ansatzpunkt, der auch politisch viel, viel klarer aufgenommen werden muss. Die ungeheuren Potenziale, die da sind und die private Kontrolle über Wissen und die Monopolisierung von Informationen oder Herr Professor Dreyer hat von der Vermachtung von Recht auch gesprochen, gestützt durch staatliche Überwachung und das wurde ja hier auch schon angeschnitten, das kann nicht die Alternative sein, das ist wachstums- und innovationshemmend in einer Informationsgesellschaft und deswegen brauchen wir ein neues Regelungssystem, das sich am Gemeinwohl orientiert und ich finde, da liefert das Papier gute Ansätze für neue kreative Regelungen. Reformbeispiele, die uns in der Diskussion in den nächsten Monaten sehr wichtig sind, Creative Commons fördern, die Open Source und GPL fördern, eine Reform des Urhebervertragsrechts, da knüpfe ich an das, was vorhin gesagt wurde, dass eben vor allen Dingen eins den Urheber, ob man ihn nun so nennen will oder nicht, stärkt in seiner Vertragssituation und in seiner tatsächlichen Situation. Open Data Lizenzen müssen wir weiter diskutieren, genauso wie Open Access Reform. Und die Schutzfrist für Ausschließlichkeitsrechte müssen deutlich verkürzt werden. Der Weg ist weit, aber ich kann immer nur sozusagen denen, die festhalten am alten System und sagen, wir bewegen uns keinen Millimeter, die Zeit spielt gegen sie. Ja, also wer nicht progressiv mitmacht bei der Diskussion, der wird übermorgen überholt sein von der Lebenswirklichkeit. Und die ist eben inzwischen in der Politik voll angekommen. Wir werden der Enquete da hoffentlich gute und zielführende Sachen zu aufschreiben und dann tatsächlich zu Reformen kommen. Ich hoffe mal in den nächsten 3 bis 5 Jahren, so würde ich es mir wünschen. Sie müssen sich wirklich entscheiden, ob Sie ein Zirkel, also Plattform und Zirkel bleiben und werden wollen und in einschlägigen Wissenschaftskreisen sich weiterentwickeln wollen oder ob Sie wirklich ein politisches Instrument, zu dem ich raten würde, nutzen wollen. Dann müssen Sie es verschärfen, dann müssen Sie ein Instrument draus machen, dann müssen Sie Sprachrohr werden. Wie Till Kreuzer ja gesagt hat, das Urheberrecht ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist es nicht eigentlich in der Ausgestaltung viel zu komplex, um überhaupt befolgt zu werden? Sind wir nicht eigentlich gesellschaftlich in der Situation, dass das Urheberrecht eigentlich erst jetzt gesellschaftlich legitimiert werden muss, also von der breiten Gesellschaft? Weil verstanden worden ist es nie. Das sehen wir an der Debatte zum Beispiel Karl Theodor zu Guttenberg, der ja die Bevölkerung gespalten hat oder beziehungsweise wo das Plagiat und die Beurteilung darüber über ein Plagiat die Bevölkerung spaltet. Die Nutzer sind in empirischen Studien durchaus bereit für etwas zu zahlen, wenn sie denn etwas bekommen, das sie auch selber wertschätzen. Auf der anderen Seite haben wir eine Nutzung und eine Tendenz, die doch dahin geht, durch Geschäftsmodelle, manche Geschäftsmodelle gefördert, im Sinne von, das Netz ist nicht nur frei zugänglich, sondern es ist auch letztlich ein großer Selbstbedingungsladen im Sinne von Freibier. Privatkopie, wenn man sagen würde, wenn privat was kopiert wird, ist das erlaubt, Punkt. So, das ist eine relativ leichte Regel, handhabbar, das ist eine Bereichsausnahme. Oder wenn privat irgendwas gemacht wird, ist es erlaubt, wäre noch leichter zu handhaben. Würde die Schutzdauer, wie Sie es eben gesagt haben, was ich nicht sage, sondern nehmen wir es mal rein hypothetisch an, nur noch 2 Jahre betragen, dann würden zwar immer noch viele Sachen, die bei YouTube auftauchen oder in Tauschbörsen, illegal in diesem Sinne getauscht werden und genutzt werden, weil die noch geschützt sind, aber ganz viele Sachen, die da genutzt werden, eben nicht mehr geschützt sein und deshalb wäre es auch nicht mehr illegal. Und wenn keine Rechte verletzt werden, dann braucht man die Rechte auch nicht durchsetzen. Mit anderen Worten, man kann sie auch gar nicht durchsetzen, weil es keine Rechtsverletzung gibt. Wir haben halt spezialisierte Verlage, die im Grunde nichts anderes machen, als Lehrbuchliteratur zu produzieren. Und wenn Sie hier mit einer großartigen Wissenschaftsschranke hineingehen, dann läuft das darauf hinaus, dass deren Geschäftsmodell totgemacht ist. Und ob wir das so einfach per Federstrich des Gesetzgebers tun sollten, hätte ich persönlich doch meine Zweifel. Wie ersetzen wir letztlich die Tatsache, also die Vergütung für den Kreativen, das Alimentationsprinzip, wie können wir das halten, insbesondere vor dem Hintergrund einer vielfach doch passiven Nutzerschaft, die eben keine,
körperlichen Vervielfältigungsstücke mehr kauft und damit nichts mehr bezahlt. Das ist, denke ich, im Wirtschaftlichen vielfach der Kern, der bei all den wichtigen anderen Problemen ein bisschen aus dem Fokus gerät. Wir haben den Kreativen ganz bewusst sehr, sehr stark im Fokus gehabt und wir haben versucht, seine Situation zu verbessern. Das können wir jetzt nochmal aufrollen, aber es gibt ganz viele Aspekte. Wir haben ihn also überhaupt nicht aus dem Auge, sondern im Gegenteil, wir haben versucht, seine Position zu verbessern zum Status quo. Wenn ich über Europa nachdenke, dann weiß ich selber aus UNESCO-Erfahrung, dass wir etwas sehr Erstaunliches in Europa erlebt haben. Die Europäische Union ist eine Wirtschaftsunion, wie wir alle wissen, und ist sozusagen nicht angetreten, Kulturpolitik zu machen, was übrigens der WIPO-Generaldirektor gerade eingefordert hat, anstelle von Urheberrecht vielleicht über Kulturpolitik nachzudenken. Aber Europa hat selber sozusagen vielleicht so etwas Ähnliches empfunden, ich übersetze das jetzt mal mit meiner Sprache, wie ein Defizit, nämlich, dass sie kulturpolitisch sich anreichern müssen. Ein Traum, den ich seit langem habe, Kultur- und Rechtspolitik, beziehungsweise dann auch noch Wirtschaftspolitik und Bildungspolitik, was auch noch ein weiterer Aspekt ist, unter einen Hut zu bringen. Denn wenn man, sagen wir mal, international rechtlich eine richtige Aussage oder eine wichtige Aussage treffen will bei der WIPO zum Beispiel, und kann sagen, wir haben jetzt 20 Experten in Europa haben sich darauf geeinigt, plus 20 Experten in USA und Kanada, dann ist das natürlich ein Kracher. Sowas dauert lange, kostet Geld und ist eben von vielen Faktoren abhängig, die nicht an mir sind zu entscheiden. Aber das ist jedenfalls so der Plan, mit dieser Sache weiter umzugehen. Ich bin nicht der Meinung, dass man das Urheberrecht verändern muss, weil es nicht durchgesetzt werden kann. Ich bin der Meinung, dass man das Urheberrecht ändern sollte, weil es einfach nicht seinen Aufgaben in dieser Zeit nicht gerecht wird und weil es zu stark auf bestimmte Dinge fokussiert und andere außer Acht lässt. Ich bin kein Fan von Abschlussrunden, deswegen möchte ich nur die Podiumsteilnehmer zum Schluss noch auffordern, einen Satz zu vollenden. Und Herr Dreyer, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Der Satz, der zu vollenden ist, lautet, das Urheberrecht in 30 Jahren wird... Das mache ich es ganz kurz. Sein wäre natürlich die kürzeste Antwort, also es wird es immer noch geben. Nein, aber ernsthaft, ich würde mich nur so weit aus dem Fenster hängen wollen, zu sagen, es wird anders sein. Till, das Urheberrecht in 30 Jahren wird? Hoffentlich anders und besser sein, als es jetzt ist. Okay, gut. Und Nathalie Hellberger zum Schluss, in 30 Jahren das Urheberrecht wird? Ich glaube, in 30 Jahren wird das Urheberrecht viel mehr ein viel stärkeres Element des Vertragsrechts haben und akzeptieren, dass in Praxis die Beziehungen und der Gebrauch von Gütern viel mehr über das Vertragsrecht geregelt wird, aber auch viel klarer Kriterien anliefern, was fair ist und was nicht. Gut, vielen Dank. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und möchte aber noch an Max Senges übergeben für einige letzte Worte. Bitte. Ganz kurze Worte. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich glaube, es war eine spannende Diskussion. Die Texte, die Sie haben, sind, wie gesagt, noch nicht zum Weiterleiten und jetzt schon diskutieren eigentlich gedacht, sondern in wenigen Wochen, also Anfang April, wir hoffen so um den 8. rum, wird das Ganze dann mit dem Input, was wir auch heute nochmal in dem Workshop bekommen haben, überarbeitet online gehen. Und dann hoffentlich auch in der Presse besprochen und dann bei uns auf der Webseite collaboratory.de zur Diskussion stehen. Wir versuchen da neue Formate, wir versuchen auch Kollegen, die anderer Meinung sind als jetzt das Drafting-Team, da entsprechend zu Wort kommen zu lassen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die nächste Runde des Collaboratories wird zu Privatheit und Öffentlichkeit im Internet stattfinden. Der Bewerbungsprozess, den halten wir, sagen wir mal, inoffiziell jetzt für Sie noch offen bis Ende der Woche. Da entscheiden wir, wer in dieser Expertenrunde dabei ist. Wenn Sie Lust haben, sich zu Privacy im Internet in so einem Collab zu beteiligen, bitte bewerben Sie sich. Und dann bleibt mir noch Till und allen Experten zu danken. Ich glaube, das war eine richtig schwierige Herausforderung und wir haben zumindest einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Das war ein konstruktiver Beitrag und ich hoffe, die Diskussion hat Ihnen allen Spaß gemacht. Wir haben noch bis um knapp vor 10 hier was zu trinken. Insofern, Sie müssen da nicht gleich rausrennen. Wenn Sie noch Lust haben, können wir jetzt noch weiter diskutieren. Schönen Abend noch.